Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch, und zwar die liebe Nadine vom Kanal Luna sich eine Challenge überlegt, und wir haben sie die Rainbow Challenge genannt. Und zwar geht es darum, dass 7 Mädels sich zusammentun, eine davon bin ich natürlich, und jede bekommt eine Farbe von der Regenbogenskala zugeteilt, und so geht es dann eben immer weiter. Also bei mir ist es jetzt so, ich habe die Farbe Grün bekommen und habe gedacht, oh Gott, was soll ich da noch kaufen, das, weil ich einfach nur auf Make-up versteift war. Es ist aber so, dass wir nehmen dürfen, was wir wollen. Es muss kein Make-up sein, es kann auch Alltag, was weiß ich, es kann Essen sein sogar. Einfach alles, was es im DM gibt. Und ich zeige euch jetzt am besten einfach mal, was ich gekauft habe. Als erstes fangen wir mal mit der dekorativen Kosmetik an. Und ganz klar ist sowas dabei. Ich glaube, das wird bei jedem Mädel dabei sein. Und zwar ist Alverde ja grün. Also Jackpot! Da habe ich mir einmal diese Lidschattenpalette mitgenommen. Dass es auch nicht heißt, ich schummel, ist auch wirklich der Lidschatten genauso grün. Es ist ein Olivgrün und ein sehr schöner, herbstlicher Ton. Ich habe es gerade auch drauf. Ich finde es wirklich sehr hübsch. Man kann sie wirklich super gut verblenden und sie sind auch gut pigmentiert. Was ja öfter anscheinend nicht der Fall ist bei Alverde. Was ich jetzt selber noch nicht bestätigen kann. Also bei mir ging bis jetzt immer alles gut. Ja. Genau, das ist das erste Produkt. Dann war ich auf der Suche nach einem Alverde-Puder, der transparent ist, beziehungsweise generell nach einem Puder. Dass es Alverde war, war dann natürlich noch perfekt für diese Challenge. Genau. Meine Haut ist ja extrem empfindlich. Wenn ich mir da irgendwas drauf schmiere, wo auch nur im Entferntesten ein bisschen schlecht sein könnte für die Haut, dann zeigt mir das meine Haut sofort mit Jucken und Brennen und ganz vielen kleinen Pickelchen. Und deswegen habe ich mir sowieso mal überlegt, einfach Alverde zu nehmen, beziehungsweise bei CodeCheck durchschauen zu lassen, was denn was für Stoffe hat. Und ja, okay, in dem ist zwar immer noch Talg drin, aber das muss ja, das ist einfach ein Puder, das geht einfach nicht anders. Und ich habe ihn auch schon ein paar Mal getestet und meine Haut hat bis jetzt sich überhaupt nicht beschwert. Ich habe keine Pickel bekommen und nichts. Genau, deswegen durfte der mit und war sein Geld wert. Als ich gehört habe, dass ich die Farbe Grün habe, dachte ich zuerst an eines, und zwar an Spülmittel. Ja, Spülmittel gibt es ja in den verschiedensten Farben, und unseres war wirklich auch leer und deswegen hat es sehr gut gepasst. Deswegen habe ich das Spülmittel von Denk mit mitgenommen, mit höchster Fettlösekraft, und ja, ich habe es auch schon einmal benutzt und es tut seinen Zweck. Dann kommt natürlich der Winter jetzt auf uns zu, und abgesehen davon, dass Weihnachten ist und dass es eine schöne besinnliche Zeit ist, ist es eben auch eine sehr kalte Zeit. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass meine Hände sehr schnell aufspringen oder zu trocken sind durch das ganze Abgewasche und keine Ahnung, was man eben so mit seinen Händen alles macht, das wisst ihr ja selber. Und deswegen habe ich mir mal die Balea Handcreme mitgenommen. Das ist ein Handbalsam, glaube ich sogar, genau, Hand- und Nagelbalsam. Mit Kamille, und ich habe den auch schon in ein paar Hauls gesehen, deswegen soll der auch wirklich gut sein, und ich bin mal gespannt. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht ausprobiert. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, ob er gut war. Als allerletztes durfte natürlich Tee nicht fehlen, und als ich gesehen habe, dass es da eine, glaube ich zumindest LE, wird es sein, weil es Winterkräutertee ist, gesehen habe, habe ich den natürlich sofort mitgenommen, weil er auch grün war. Ist einfach Tee drin, der wohl gut zum Winter passen soll, mit Zitronengras, Rooibos, Kelonzimt, Hibiskus, Holunderbeere, Ingwer, Vanilleschote, gemahlene, auf jeden Fall auch Bio, ne? Ja, grün ist einfach das Wahrzeichen für Bio, und ich habe hier einige Bio-Produkte jetzt, glaube ich, also auch gerade mit dem Make-up, aber es ist auch wirklich gut für meine Haut, deswegen war es ganz okay. Grün ist doch nicht so schwer, wie angenommen. So. Das war jetzt also die Challenge, aber da uns das alles einfach noch ein bisschen zu einfach war, haben wir gesagt, wir machen noch ein kleines Extra dazu. Und zwar ist es jetzt so, dass die liebe Marleen vom Kanal Marleen Susan die Farbe Hellblau bekommen hat, also die einfach die Nachtgrün folgt. Und ich musste mir jetzt überlegen, was sie wohl einkauft. Das heißt, ein bisschen ihre Videos vielleicht analysieren, um einfach herauszufinden, was sie so mag. Und ja. Ich habe jetzt einfach mal dieses Haarspray genommen. Es ist hellblau, es ist Nivea, und ich habe es bei ihr in einem Aufgebraucht-Video gesehen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass sie mal das mitnimmt. Wenn ihr Haarspray nicht leer war, dann habe ich natürlich Pech, aber ja.
sowas ist wirklich schwer. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt irgendjemand wirklich richtig tippt. Ich meine, der DM ist so riesig und umfangreich. Ich glaube, da kann man schon ganz schön viel in Hellblau haben oder so. Das war jetzt also die Rainbow Challenge meinerseits. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Mädels vorbei. Wie gesagt, die nächste ist die Marleen und auch alle anderen sind natürlich verlinkt. Ihr könnt es euch schön von vorne bis hinten durchschauen. Lasst den Mädels gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was sie machen. Ich würde mich über einen Daumen hoch natürlich wie immer sehr freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal.